Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Black Mirror. Wir gehen weiter. Wir haben immer noch kein so richtiges Ziel, was mir jetzt gerade zumindest auffällt. Also außer, dass wir oben in den... Darin habe ich gespielt, als ich klein war. Damals war er nicht so verdreckt. Schön. Außer, dass wir halt oben in den Turm wollen. Moment. Mir fällt gerade was ein. Wir wollen ja oben in den Turm... das wäre aber total komisch, wenn das jetzt funktioniert. Aber ich sage euch mal nicht, was ich vorhab. Mir fällt nur gerade was ein. Wir wollen ja hoch in den Turm von William. Da wollen wir ja gerade hin. Dafür müssen wir irgendwas erreichen. Ich frage mich gerade nur was. Wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal hier jetzt erstmal durch die... also hier zur Eingangshalle. Und dann zur Treppe. Ich möchte nämlich nochmal hoch in den alten Flügel, der ja wirklich so ein bisschen ranzig aussah und wo ich, wie gesagt, jeden nachvollziehen kann, dass der mir sagt, also vor allem jetzt hier Bates, der gesagt hat, nee, gehen Sie bitte nicht dahin, das ist viel zu gefährlich, weil so wie der aussieht, ist das auch echt zu gefährlich. Aber wir sind Samuel Gordon und wir kennen keine Angst, habe ich mir sagen lassen, weil wir ein reicher, verwöhnter Schnösel sind, aber viel wichtiger, als dass wir ein reicher, verwöhnter Schnösel sind. Wir haben eine Münze, aber diese Münze können wir nicht da reinstecken. Okay, das hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn wir dort eine... Also wenn das möglich gewesen wäre. Es hätte mich einfach gewundert. Ich bin da ganz ehrlich, es hätte mich sehr gewundert, wenn wir hier jetzt hätten was anwählen können. Nun gut. Die Frage ist, könnten wir vielleicht auch mit William reden? Nicht mit Robert. Dass wir vielleicht nochmal mit dem reden, weil da haben wir ja letztes Mal den Brief gefunden. Aber auch das halte ich für nicht wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen sollen. Genau, das dachte ich mir nämlich schon fast. Das wäre auch irgendwie komisch gewesen, wenn wir jetzt plötzlich über einen Brief reden, den wir ja doch gar nicht kennen, so gesehen. Ja, ist die Frage, ob wir vielleicht wirklich nochmal rausgehen müssen? Wir können auch nochmal nach Bates suchen. Aber was sollten wir jetzt mit Bates besprechen? Das ist halt auch... ergibt halt einfach wenig Sinn. Hallo Bates. Bates? Na doch, gibt's sogar was mit wem, womit wir über ihn reden, andersrum. Ja, Sir. Womit wir darüber reden können. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir, es geht schon. Es ist nur... William, wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja, bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates, Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. Das will ich doch mal hoffen. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Super. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Ja, gut. So kompliziert war das jetzt nicht, den Schlüssel zum Dachboden zu finden. Also kein Schlitz in der Vase, wo ich eine Münze reinschmeißen muss, damit irgendein Minispiel beginnt, so wie ich es jetzt eigentlich erwartet habe. Schade eigentlich. Ich dachte, vielleicht können wir ein bisschen Pac-Man spielen. Ich hatte jetzt wirklich mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass halt einfach der Schlüssel hier neben der Tür hängen soll. Ja, tatsächlich, da hängen Schlüssel. Naja. Dann nehmen wir den doch mal mit. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Ja, tu das mal. Haben wir noch was? Ich habe den Schlüssel wieder dahin zurückgehängt, wo ich ihn gefunden habe. Na, das sollst du doch nicht. Du sollst doch... Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ja, komm. Genau. Wir gehen jetzt mal kurz hoch auf den Dachboden. Dementsprechend. Wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit bekomme.
und hänge den dann da gleich wieder hin, auch wenn ich jetzt nicht so genau verstehe, warum das relevant ist, dass wir den nochmal hinhängen. Ich finde das jetzt relativ, also ich finde, beziehungsweise ich finde das ziemlich interessant, ob das möglicherweise die Story verändern könnte, wenn wir den da nicht hinhängen wieder. Das wäre halt jetzt interessant für mich. So nach dem Motto, ja, keine Ahnung, dass Bates dann gefeuert wird, weil er halt eben den verdächtigt wird, den Schlüssel verschlampt zu haben oder was weiß ich was. Aber warum braucht er den denn? Dann muss er ja auch hoch in den zum Dachboden und halt eben durch den alten Flügel durch. Ich dachte jetzt sowieso, dass er eigentlich, wenn wir ihn nach den Schlüssel fragen, dass er dann halt irgendwie Aufstand macht, so nach dem Motto, ich habe sie doch darum gebeten, da nicht hinzugehen, weil es viel zu gefährlich ist. Aber gut. So sehr kann man sich in Bates täuschen. Geh mal hoch. Okay. Kisten. Kisten über Kisten. Eine Truhe, Regale. Eine Ecke. Okay. Ja, dann klicken wir uns doch erstmal hier durch die Truhe. Die sieht ja noch mit am interessantesten aus, jetzt so im ersten Sie Moment. ist abgeschlossen. Sehr deprimierend. Ja, dann halt die Regale. Hier sehe ich nichts Besonderes. Okay. Da auch nicht. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Wir gehen aber trotzdem mal hier rüber. Vielleicht. Oh. Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Ich wollte gerade Ich sagen, muss diese Bretter irgendwie loswerden. das ist natürlich was. Das schaffe ich nicht mit bloßen Händen. Ja, ein Brecheisen oder eine Axt wären hier wohl von Vorteil. Deswegen werden wir wohl gleich mal zu unserem werden Freund. Wie hieß er? Er ist ganz gut erhalten. Seltsam. Ist vor allem größer als du. Zu unserem guten Freund Morris bzw. Mortis oder so. Alte Schriftrollen und viele Spinnweben. Also ihr wisst, wen ich meine. Den Gärtner, den Sie ist Stall. leer, bis auf ein paar Bögen Papier. Den Stalldude. Okay. In die Ecke. Noch einmal rein. Leere Bilderrahmen und anderer Müll. Okay. Nutzlos. Gut. Dann, wie gesagt, gehe ich mal runter in den Garten zu dem Kollegen, den wir da ja haben, und frage den mal, ob er mir seine Axt leihen könnte. Wo ich jetzt aber auch einfach mal ganz stumpf davon ausgehe, dass er das eben nicht tun wird. Aber ich lasse mich wie immer gerne auch eines anderen belehren. Wie wir eben bei Bates so gesehen mitbekommen haben, wo ich echt nicht dachte, dass wir da wirklich weiterkommen jetzt im ersten Moment. Das hat mich schon verwundert. Aber gut. Aber gut. So, dann wieder hier raus. Und vielleicht kommen wir dann halt auch da hoch in den Turm, wo ich jetzt eigentlich gedacht habe, da brauchen wir echt länger für. Aber deswegen, ich glaube nicht, dass wir einfach hier jetzt unsere. Zur Treppe? Nein, nee, du sollst doch zum. Du sollst doch hier zum Stall. Sollst du doch bitte. Mann. So. Schon besser. Ich will zum Stall. Was ich super cool. Au. Oh. Ich sehe da gerade was. Naja. Reden wir erstmal mit Morris. Wir haben uns hier den Brunnen noch gar nicht angeschaut. Wir haben uns hier eigentlich allgemein noch gar nichts angeschaut. Wenn mich nicht alles Ich täuscht. überlasse Ihnen seine Arbeit. Nee, du sollst ihn doch nach seiner Axt fragen, verdammte Es Axt. ist abgeschlossen, weil es so selten benutzt wird. Schön. Sprech ihn mal auf eine Axt an. Ich habe ihm nichts zu sagen. Mann, du sollst ihn doch fragen, ob er eine Axt hat. Samuel. Oben ist die bescheidene Wohnstätte des Stallknechts. Ja, gut, da Ich wollen habe wir. keinen Grund hinaufzugehen. Ich wollte gerade sagen, da wollen wir dann hier wohl wirklich nicht rein. Jetzt in seine Wohnung Die Säcke da reingucken. sind voller trockenem Heu.
Sie sollten in den Stall gebracht werden, bevor es regnet. Ja, sag ihm das mal. Ist er bestimmt begeistert. Und du jetzt seine Arbeit machst für ihn. Oh Gott, er spricht ihn wirklich an. Kann ich überlasse das sein? Halleluja. Huiuiuiuiui, ich dachte schon. Das wäre arschig. Daraus wurde schon lange kein Wasser mehr geholt. Das ist ja, also das wäre ja arschig. So, ey, du musst mal das Zeug da reinbringen. Ja, gehen wir mal zum Stall. Vielleicht finden wir da ja was, also was an Werkzeug, wie gesagt, womit wir halt oben vielleicht die Sachen aufbrechen können. Vor allem sehen wir hier erstmal ein wunderschönes Pferd und hören Fliegen oder so ähnlich. Kutsche, ein Wappen, eine Leiter, ein Schalter. Was ist denn das für ein Schalter? Das ist ein Lichtschalter. Tagsüber ist es hell genug hier drin. Ist doch egal. Ruhe trotzdem mal da rein. Nee? Okay. Schade, dass wir nicht mit den Pferden reden können. Leere Gläser und Farbeimer. Nichts Nützliches. Ich hätte mich sehr gefreut, mit dem Pferd zu reden. Ein Schraubstock. Er ist rostig, aber er funktioniert. Okay. Falls wir mal einen Schraubstock brauchen, wissen wir schon mal, wo wir einen herbekommen. Was? Rotwein aus unserem Keller. Wie kommt die Flasche hierher? Ich werde Morris fragen, woher er sie hat. Oh Gott, nein. Oh, Morris. Morris. Das Wappen unserer Familie. Ich kann nicht mehr. Morris hat einfach Wein aus sollte repariert werden. Aus unserem Keller geklaut. Sie wirkt stabil, aber ich klettere da nicht hoch. Ja, warum denn nicht? Da ist nur Heu für die Pferde. Und das ist Morris' Aufgabe. Oh, du bist ein kleiner verwöhnter Schnösel, du. Ich kletter da nicht hoch. Da ist nur Heu und das ist nicht meine Aufgabe. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann nimmt die Aufgabe von Morris. Und Morris hat Wein bei uns geklaut. Das werde ich jetzt erstmal anschwärzen. Meine Güte. Naja. Naja. Morris, naja, naja. Haben Sie einen Moment? Nein. Klar. Was mit der Weinflasche? Morris, mir ist aufgefallen, dass eine Flasche Wein auf Ihrem Arbeitstisch im Stall steht. Wein? Manchmal genehmige ich mir einen Schluck, wenn es draußen kalt ist. Aber nie während der Arbeit. Es ist eine Flasche unseres besten Rotweins. Wo haben Sie die her? Tja, ich... Sir William hat sie mir mal geschenkt. Nur diese eine Flasche. Tatsächlich? Ja, Sir. Na gut, Morris. Ich glaube nicht, dass William eine Flasche unseres besten Jahrgangs verschenkt hätte. Morris muss sie sich auf andere Weise beschafft haben. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Ja. Das ist, ich glaube, das ist jetzt wirklich das Wichtigste, was wir gerade klären müssen. Wie ist Morris an eine Flasche Wein gekommen? Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass das wirklich relevant ist, aber ist okay. Aller Voraussicht nach ist es das Relevanteste in diesem Spiel, aber das ist eine andere Geschichte. Dies ist die Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Oder anders gesagt, alle freuen sich darüber, wenn du niemals die Wahrheit erfährst. Sehr schön. Gibt's hier sonst noch irgendwas, Samuel, was wir vielleicht uns mal anschauen könnten? Nein? Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Das sind arsch viele Informationen, die man hier bekommt, um das einmal ganz kurz zu sagen. Also ich finde, das ist super kompliziert gerade noch. Hier irgendwie so ein bisschen eine Sortierung reinzubekommen. So nach dem Motto, so, das können wir jetzt ja erstmal machen oder sowas in die Richtung. Aber das ist okay. Das ist, that's fine. Ja, gehen wir mal runter zum Haupttor. Finde ich persönlich jetzt gerade richtig und vielleicht auch ein bisschen wichtig. Der Rauch von dem Laub riecht gut. Schön. Ich habe mir aber mal sagen, also ich hatte Bio-Leistungskurs, um das einmal kurz zu sagen. Ich habe mir mal sagen lassen, Laub sollte nicht brennen. Das ist meistens nicht gut.
Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Oh. Mein Name ist Henry. Ich kümmere mich um den Garten. Es ist kein leichter Job. Ich habe niemanden, der mir hilft. Aber wahrscheinlich wollten Sie mit mir über etwas anderes sprechen, Sir. Ja. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Warum brennt da das Laub? Beispielsweise. Und warum sieht dein Charakterbild hier unten ziemlich gruselig aus, Henry? Wie lange arbeiten Sie hier, Henry? Etwa ein Jahr, Sir. Der Garten kommt mir etwas vernachlässigt vor. Früher stand hier alles in Blüte, aber jetzt? Ich tue mein Bestes, Sir. Aber alleine schaffe ich nicht alles. Dieser Garten macht eine Menge Arbeit, Sir. Du bist wirklich ein Arsch, Samuel. Können wir das mal kurz, also... Ich bitte dich, was ist denn das für eine Scheiße? Du bist 12 Jahre... 12 Jahre hast du dich da aus dem Staub gemacht, kommst dann wieder, sagst, oh, ich bleib aber nicht hier, aber gehst jetzt den ganzen Mitarbeitern da auf den Sack. Was bist denn du für einer? Also wirklich. Meine Güte. Sagen Sie, Henry, wie kamen Sie mit Sir William zurecht? Ich kannte ihn nicht richtig, Sir. Ich habe ihn kaum gesehen. Sie haben jeden Tag hier gearbeitet und ihn trotzdem kaum gesehen? Nun sehen Sie, Sir William ging nicht sehr oft in den Garten. Und ich bekomme meine Anweisung nur von Madame Victoria. Bates durfte als einziger sein Arbeitszimmer betreten. Er hat sonst niemanden reingelassen. Mhm. Können Sie mir sonst noch irgendetwas über ihn sagen? Ich möchte es Ihnen eigentlich nicht so gern sagen. Was denn? Naja, wie soll ich sagen? Alle hielten ihn für ein bisschen verrückt, wenn Sie wissen, was ich meine. Reden Sie weiter. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, Sir. Fragen Sie bitte jemand anderen. Was meint er damit? Warum sollte man William für verrückt halten? Ich will Sie nicht länger stören. Ja, super. Jetzt müssen wir auch noch mit anderen Leuten darüber reden, dass unser Hausmeister, unser Gärtner, hier brennt es schon wieder. Ich bitte, Kollege Schnürschuh, kannst du hier nicht einfach überall Feuer legen? Die Tür ist abgeschlossen. Ja, super. Dann müssen wir da wohl auch nicht rein. Holz, das für den Häcksler bestimmt ist. Und der Häcksler. Das sieht aus wie Blut. Aber wie ist das möglich? Das sieht für mich jetzt ein bisschen nach Rost aus, aber ist okay. Also. Können wir uns den nochmal kurz an... Okay. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Lass mal die Münze häckseln. Ne? Okay, gut. Hätte sein können. Ja gut, also... Sie sind voller Laub. Ja. Henry hat alle Hände voll zu tun mit der Pflege des Gartens. Das ist ja schön. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt irgendwie... Wo soll denn... Also... Wo soll denn das Blut herkommen? Hat er da vielleicht ein... Henry. Henry. Haben sie vielleicht ein Eichhörnchen gehäckselt oder was ist los? Henry, ich war am Gewächshaus. Es ist abgeschlossen. Warum? Ich schließe es tagsüber ab, nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen? Ich will nicht, dass jemand reinspaziert und in meinen Sachen rumschnüffelt. Laufen denn Fremde hier herum? Nein, Sir, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Morris ein paar Mal da gesehen und er hat dort nichts zu suchen. Gewächshaus und Garten sind meine Aufgabe. Ich schließe aus Gewohnheit ab, um sicher zu gehen, dass nichts verloren geht. Aber wenn Sie sich umsehen wollen, Sir, mache ich auf. Nein, ich wollte nur wissen, warum es abgeschlossen ist. Wonach könnte Morris im Gewächshaus suchen? Weiß auch nicht. Ein bisschen was zum Rauchen? Obwohl, da braucht er ja nur hier in den Laubhaufen zu gehen. Aber ist okay. Blut im Häcksler. Henry. Sind Sie mal ganz ehrlich. Haben Sie ein Meerschweinchen gehäckselt? Henry, in dem Häcksler vor dem Treibhaus ist Blut. Wo kommt es her? Aber das ist unmöglich, Sir. Ich habe ihn nur mit Ästen gefüttert. Sind Sie ganz sicher? Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es mir wohl eingebildet. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Wer weiß, was ich gesehen habe. Ich will Sie nicht länger stören. Hä? Das gibt jetzt mal überhaupt keinen Sinn irgendwie gerade, aber ist okay.
Ich würde ganz gerne einmal nochmal zurück ins Haus gehen, um den Schlüssel zurückzuhängen vom Dachboden. Weil mir das gerade mal so einfällt, weil sonst kriegt nachher wirklich Bates noch irgendwie Stress oder so. Ich finde es übrigens komisch, dass wir scheinbar morgens haben, hier gerade. Für mich sieht es schwer nach Abend bzw. Nacht aus sogar. Also so nach dem Motto, wir gehen auf Nacht, auf die Nacht zu. Das meine ich damit. Aber okay. Ich habe den Schlüssel wieder dahin zu... Jo, cool. Wir könnten mal zu Bates gehen. Nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass Bates vielleicht uns was erzählen kann zu der Weinflasche. Also ob William den Wein einfach so verschenkt hätte. Das glaube ich nämlich tatsächlich dann doch auch nicht. Also muss ich schon zugeben. Aber was viel wichtiger ist, vielleicht kann er uns auch erzählen, warum einer unserer Mitarbeiter unseren werten Herrn William für bekloppt hält. Bates? Das wäre zumindest mal interessant. Außerdem können wir ihn vielleicht noch nach blutigen Häckslern fragen. Ein blutiger Häcksler. Werkzeug. Bates, wissen Sie zufällig, wo ich einen Werkzeugkasten finde? Soll etwas repariert werden, Sir? Nein, etwas auch. Ich sage es Morris. Er wird sich darum kümmern. Nein, nichts dergleichen. Ich brauche seine Hilfe nicht. Also gut. Ich glaube, im Stall finden Sie Werkzeug. Ja, danke. Okay, da waren wir ja nur schon. Es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Oh, aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut, wenn Sie darauf bestehen, folgen Sie mir. Okay, das ist ein bisschen weird, weil... Hier ist das furchtbare Geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was. Ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stammt. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte jetzt gehen. Aber sicher. Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Und ich hatte auch schon das Gefühl, dass das hier nicht hingehört. Das ist, ein Symbol. Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Ja. Das sollte ich irgendwie festhalten. Ja, das wäre ja mal was. Das sieht aus wie... Das sollte ich... Das wäre wirklich was, Kollege, wenn du mal irgendwas festhalten könntest. Vielleicht auch vielleicht so eine, so ein... Wie nennt man das? Ein Journal für... Wo du mir vielleicht einfach zeigst, das, was ich zu tun habe. Okay. Jetzt lass mich raten, in der Schublade ist jetzt was drin. Tatsächlich. Ein Hammer. Der sieht neu aus. Damit müsste ich die Bretter vor der Tür zum Turm abhebeln können. Richtig. Nägel? Sonst noch irgendwas? Nägel, Schrauben. Nichts, was ich gebrauchen kann. Ich weiß ja nicht. Die Nägel würde ich vielleicht nochmal mitnehmen, weil kannst du vielleicht nochmal zunageln oder so. Aber gut, dann lassen wir das. Dann nageln wir wohl nichts mehr zu. Etwas zum Festhalten. Ja, wie gesagt, halt vermutlich wirklich ein Notizblock oder sowas. Wir könnten wieder mal unseren schlauen Butler Bates fragen. Der scheinbar hier wirklich genug über uns... Also der uns genug helfen kann hier. Meine Güte. Das geht heute aber hier gar nicht gut mit dem Commentary. So. Gehen wir wieder hinein. Ich bin immer noch so ein bisschen, ja. Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal hoch und hebeln das Ding auf. Das interessiert mich jetzt am meisten. Und ich glaube, das interessiert auch euch jetzt am meisten, ob wir das jetzt hinbekommen und wenn, was wir dann dahinter finden. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Warum nagelt man die Türe zu
von dem Arbeitszimmer einer Person, die sich gerade umgebracht haben soll. Oder halt eben durch einen tragischen Unfall gestorben sein soll. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich... Ach, leck mich. Ich wollte gerade schon sagen, ich dachte, ich hätte jetzt den blöden Schlüssel verloren, vergessen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier nicht mehr durchkomme, aber doch, komme ich noch wunderbar. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ne, warum sollte ich das tun, als Angehöriger einer Person, die sowas gerade... Also die halt, wie gesagt, Unfall oder halt eben Selbstmord. Deswegen, poff, 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 poff. Okay. Geschafft. Der Weg ist frei von Hindernissen. Ja, will ich mal hoffen. Dann ist die Tür abgeschlossen. Verdammt. Tatsächlich. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel sein könnte. Ich sollte Victoria fragen. Das ist unglaublich. Ah! Mann! Das ist doch ein Witz. Ich dachte, ich mache hier einen blöden Witz und dann ist das wirklich so. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Meine Güte, meine Güte. Na gut, dann gehen wir halt runter zu Victoria. Fragen wir Victoria, was los ist. Gloria, Victoria oder so ähnlich. Wuhu. Ja. Müssen wir mit der nochmal reden. Die scheint ja vollkommen begeistert davon zu sein, dass wir halt 12 Jahre lang weg waren und jetzt noch nicht mal sagen können, dass wir hier bleiben. Da ist die richtig, richtig begeistert von, gerade. Aber ist okay. Nein. Bleib mal hier, so in den Gemeinschaftsraum. Da müsste Victoria... Ich weiß, ich sollte Victoria in Ruhe lassen. Aber ich muss sie um den Schlüssel zu Williams Arbeitszimmer im Turm bitten. Ja, schon ein bisschen arschig, aber okay. Hallo! Hallo, Victoria! Ich bin Mickey Mouse, nicht Samuel. Victoria, ich weiß, du möchtest für dich sein, aber ich muss etwas wissen, was nur du beantworten kannst. Vielleicht hilft es mir, auf andere Gedanken zu kommen. Erinnerungen können so zermürbend sein. In den letzten Jahren habe ich oft hier gesessen, allein mit meinen Gedanken. Worüber möchtest du reden, Samuel? Ja. Reden wir doch zuallererst mal über mich. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Oh, das ist ja nett. Und selbst jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es richtig war. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass du kommst. Alle Briefe an dich kamen zurück und seit Jahren hat dich niemand aus der Familie gesehen. Im Laufe der Zeit nahmen wir einfach an, du seist tot. Das ist ja noch besser. Ich habe keinen einzigen Brief geöffnet. Ich wollte alles vergessen. Aber als diese Todesanzeige kam, musste ich sie öffnen. Vielleicht hätte ich sie besser nicht gelesen, wie die anderen Briefe. Deine Worte sind kalt, Samuel. Wenn Williams Tod nicht gewesen wäre, wäre ich nie zurückgekehrt. Ich bin nur wegen William gekommen. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Alter, was ist denn los mit dir? Alter! Er ist halt voll das Arschloch. Bates sieht nicht gut aus. Er wirkt alt und sehr müde. Er sollte mal eine Pause machen. Ich würde es ihm ja vorschlagen, aber ich weiß, dass er im Moment nicht alleine sein will. Er war schon mit William befreundet, lange bevor ich ihn kannte. Er hat sein Leben lang hier gearbeitet, wie sein Vater vor ihm. Ich bin sicher, er fühlt sich bei uns wohler. Ja, bestimmt. Dr. Herman. Dieser Mann, der mit uns auf der Beerdigung war, wer ist das? Dr. Herman, unser Familienarzt. Oder besser gesagt, unser Familienfreund. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wie könntest du auch? Er zog hierher lange, nachdem du fortgingst. Er ist ein guter Mann. Er war mit William befreundet und hat uns allen sehr geholfen. Bis William anfing, Menschen aus dem Weg zu gehen, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Warum interessierst du dich für Heinz? Ich kenne ihn nicht. Deswegen wollte ich wissen, wer er ist. Genau. So, reden wir über Victoria. Brauchst du etwas, Victoria? Nein, danke, Samuel. Es ist alles bestens. Vielleicht nur... Mhm. Nein, mach dir keine Gedanken. Ich frage Bates. Okay. Black Mirror. Ich habe mit Robert über den alten Flügel gesprochen. Er sagt, seine Mauern seien die einzigen Reste von dem ursprünglichen Schloss. Das stimmt. Er hat als einziger den Brand überdauert.
Ich wusste gar nicht, dass das Schloss in der Vergangenheit erobert wurde. Es wurde nie erobert. Zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Das Schloss wurde bei einem Konflikt zwischen den ersten Gordons teilweise zerstört. Mhm. Marcus wusste, dass er die Truppen seines Bruders nicht direkt angreifen konnte. Also beschloss er, ihn in der geheimen Kapelle tief unter dem Schloss zu überraschen. Das erkannte Mordred zu spät und die Folgen waren furchtbar. Aber das sind bloß Legenden. Nur alte Geschichten. Ja, ja. Nur alte Geschichten. Geheime Kapelle. Diese geheime Kapelle, von der du gesprochen hast, muss sich irgendwo unter uns befinden. Niemand hat jemals die Spur eines Eingangs gefunden, geschweige denn eine ganze Kapelle, Samuel. Es ist bloß eine alte Legende aus den Chroniken. Mhm, okay. Was ist denn hier mit Marcus Gordon? Was wurde aus Marcus, nachdem Mordred starb? Er wurde Schlossherr und starb lange Zeit später als müder alter Mann. Zur Würdigung seiner Führung wurde er in einer geheimen Gruft bestattet. Heute weiß niemand mehr, wo er ruht. Existieren noch Aufzeichnungen über sein Leben? Nicht, dass ich wüsste. Okay, super. Reden wir mal ganz kurz über den Schlüssel vom Turm. Victoria, ich brauche den Schlüssel von Williams Arbeitszimmer. Ich weiß, du willst nicht, dass jemand dorthin geht, aber... Niemand darf dieses Zimmer betreten. Warum redest du über diesen Ort mit mir, Samuel? Warum zwingst du mich daran zu denken? Ich wollte nur... Geh weg. Ich will jetzt allein sein. Das sagt ihr natürlich. Kommt kein blöder Spruch oder so? Okay. Wenn Victoria mir nicht sagen will, wo der Schlüssel ist, dann breche ich einfach bei ihr ein. Ganz simple Geschichte. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Richtig. Deswegen kannst du da jetzt... Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Och, leck mich doch am Zögerlinchen, Kollege. Du kannst doch da jetzt einfach reingehen. Heidewitzka. Tut so, als wäre jetzt irgendwie ein Problem oder so. Die ist im Gemeinschaftsraum. Ja, super. Okay, warte mal, dann kann ich nochmal mit dir reden oder so, oder? Ich sollte Victoria jetzt in Ruhe lassen, nachdem ich sie gekränkt habe. Ja, das dachte ich mir. Ich entschuldige mich später. Ja. Super. Wir könnten Bates fragen. Vielleicht weiß er was darüber. Ja, reden wir kurz mit Bates oder gucken mal zumindest, ob er was zu sagen hat. Was das Thema angeht. Bates ist weg. Bates, kommen Sie zurück, Bates. Oh, wo ist er hin? Bates. Gehen wir mal nochmal, also wirklich zum alten Flügel, um einmal zu gucken, ob wir dort Bates jetzt finden, weil er wollte ja den Schlüssel eben halt für den, also hier für den Dachboden wollte er ja holen. Oder den brauchte er ja auch noch später. Vielleicht ist dieses später ja jetzt erreicht und deswegen dümpelt er jetzt hier oben rum. Nein. Scheinbar nicht. Mm-mm. Gut, und die Türe geht natürlich jetzt nicht plötzlich auf wundersame Weise auf, nehme ich an. Abgeschlossen. Genau das hatte ich nämlich erwartet. Die Frage ist jetzt, ja, wie bekommen wir das Ding auf? Beziehungsweise, was können wir möglicherweise jetzt tun, bevor... irgendwas anderes passiert. Aber meine lieben Damen und Herren, ich sehe ja gerade, dass die Folge schon 5 Minuten überzogen ist, meine lieben Damen und Herren. Meine Güte, so schnell vergeht die Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dieser Folge und seid auch schon so ein bisschen vielleicht am Miträtseln und am Mitgucken. Ne, ich bin hier mal
Ich bin mal gespannt, ob ihr vielleicht irgendwas in die Kommentare oder so schreibt, was ihr vielleicht für Ideen habt. Erwartet aber bitte nicht, dass ich darauf reagiere, weil ich das Projekt halt jetzt relativ schnell, glaube ich, aufnehmen werde. Dementsprechend weiß ich nicht, inwieweit ich halt eben auf Dinge aus den Kommentaren eingehen kann. Aber ihr seid trotzdem mal herzlich dazu eingeladen, einfach mal Spekulationen in die Kommentare oder ähnliches zu schreiben. Und mir fällt gerade eine Kleinigkeit auf, aber dazu... Naja, sind wir mal ganz kurz ähnlich, also ehrlich, das ist, ich muss es glaube ich nicht verheimlichen, diese Geländer hier, die bestehen aus Penissen. So, jetzt hat es jeder gesehen und jetzt müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen, wenn ich ehrlich bin. Das sieht ja toll aus. Na gut, meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.